Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie The Jig is of Time. Es geht wieder weiter hier in unserem besonderen Banjo-Kazooie Ocarina of Time Hack. Da oben steht übrigens Lara Croft, falls ihr sie sehen könnt, am Turm. Und ja, wir sind hier gerade so ein bisschen auf dem Weg zum Todesberg. Irgendwie so ein ganz komisches Gemisch. Ich weiß auch nicht, warum wir hier jetzt auf einmal in so einer Festung drin sind. Die kenne ich eigentlich nicht. I don't know, was hier passiert ist. Hier gibt es eine goldene Feder. Hier kann ich auch drauf. Okay. Ich könnte jetzt theoretisch mich hier so ein bisschen lang schlängeln auf der Burgmauer. Theoretisch. Da geht's auch noch rüber. Ja, ich weiß halt nicht, ne? Was machen wir denn jetzt hier? Gott. Und wo geht's jetzt darüber? Da unten sind Noten. Ei, und da ist, Coronia. Coronia ist irgendwie ganz mies versteckt. Okay, ich gehe aber mal nicht da lang. Machen wir später. Was ist denn mit der Kamera los? Da haben wir eine goldene Feder. So, lass mal gucken. Kann ich hier? Ich kann nicht oben drauf. Okay. Ich habe jetzt gerade den Plan, dass ich vielleicht mal hier aufs Dach drauf springe. Ich hoffe, das geht. Ja, und dann kann ich nämlich hier rein. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Okay, da muss ich aber auch mit Kazooie hochlaufen. Mit den Noten sieht es aktuell gar nicht mal so schlecht aus. Finde ich zumindest. Und da kriegt man noch einen. Okay, ein Ei liegt da auch noch. Einen Schädel kriegt man noch. So, haben wir hier noch was? Möglicherweise hier ums Eck könnte man was vermuten. Aber, ja. Das will ich jetzt nicht eingehen, das Risiko, dass ich da einfach runterjumpe. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Coronia. So, hier durch das Tor komme ich nicht einfach durch, oder? Zufällig. Ach, hier ist auch ein ganz kleines Loch. Alter, hier gibt es so viele kleine Verstecke, ne? Wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir das dann machen. Wir müssen in Drongos Höhle, da gibt es zwei Verstecke, oder zwei Dinge, wo wir auf jeden Fall als kleiner Lurch durch müssen. Dann hier auf dem Weg hochwärts gibt es ein Versteck, da geht es auch zu einem Puzzleteil direkt. Da unten ist ein Jinjo drinne. Also wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen was noch zu gucken. So, wie kommen wir denn zu dir? Muss ich mich auch klein machen? Heilige Scheiße. Ja, das kann ja alles interessant werden hier. Okay, damit habe ich 5 Orte schon, ne? Ich glaube, ich habe 5 Orte, wo ich mich klein machen muss. Das ist echt viel. Aber ich glaube, der eine Ort... Falle ich doch einfach direkt in die Lava rein, oder? Nee, ich bin dann hinter der Lava. Ja, da bin ich hinter der Lava. Okay, merkwürdig. So, hier erstmal schnell. Zack. 5 Noten einsammeln. Zack, zack, zack. Hier waren wir auch noch nicht. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Wow. Aber wir haben schon 60 Noten, Leute. Das ist nicht schlecht. Und da oben ist noch einer von denen. Warte mal, da geht es auch noch weiter, ne? Oder? Nee, doch nicht. Sah gerade nur so aus. Aber hier muss ich mal kurz rüber. Oh, ist das schon wieder doof mit der Kamera. Und da sind ja auch... Da geht's auch noch weiter. Oh Mann. Das wird alles schon wieder so lustig werden. Au, wow, wow, wow. Doppelschaden bekommen. Mann, ist das eklig. Kazooie. Let's go. Ja, Coronia müssen wir auch noch rein. Ah, hier gibt es so viele Geheimnisse und Orte schon wieder, die ich gerne abgrasen würde. Aber wir müssen erstmal den Ort finden, wo wir uns klein machen. Das gehört halt auch erstmal dazu. Sehr schön. Der war gut. So, goldene Feder, sag mal auch ein. Und
Ja, theoretisch muss ich jetzt da hoch irgendwie. Was mache ich denn? Mann! Ah, die Kamera ist aber auch doof da an der Stelle. Okay, noch eine Runde, Leute. Das kriegen wir schon hin. Dauert nur ein bisschen länger. Aber Leute, wir haben ja geile Musik. Die macht alles wieder gut. Keine Sorge. So, hier geht's aber noch weiter. Hat man gesehen. Naja, so ein bisschen halt, ne? Wird auch eklig. Aber wir müssen hier lang. Denn hier gibt's auf jeden Fall die Noten. Und ich muss hier schon wieder ganz eklig springen. Das gefällt mir gar nicht. Hallo? Mann! Kamera, hallo? Dreh dich bitte! Das ist ganz eklig mit der Kamera. Ich brauche eine gerade Kamera. Ansonsten kann ich da nicht hochlaufen. Okay. Jetzt da hoch. Okay. Ist das alles nur wegen Noten? Ne, hier geht's hoch. Ja, okay, cool. Da gibt's einfach noch ein Puzzleteil. Richtig krass versteckt, ey. Ah, aber wir haben es gefunden. Sehr schön. Bin froh. Das freut mich. Okay, jetzt denke ich, können wir mal Richtung Goronia reinlatschen, oder? Denke ich, hier haben wir jetzt erstmal soweit alles geholt. Dam, da, 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 dam. Und hier ist halt noch so ein Ort mit einer Feder. Da sollte ich mich dran erinnern, wurde mir gesagt. Vielleicht. Jo. Da geht's irgendwo rein. Aber im Original ist da ja auch ein Loch. Schatzkisten und Affen. So wie wir das mögen. Schöne Musik. So. Damit sind wir dann schon bei 70. Meint er, da ist ein Puzzleteil drinnen? Oder ein Jinjo, könnte auch sein. Oder halt er nur. Was ist das hier für eine Tür? Kann ich die irgendwie aufmachen? Ach hier, wir sind bei Metroid drinne. Ach lol. Jetzt habe ich es gecheckt. Hä, kann man sich hier zusammenrollen oder? Wie ist der Plan? Hier muss ich auch klein sein. Och Mann, überall muss ich klein sein. Oder hat das nichts damit zu tun? Warte mal, kann ich hier vielleicht noch gegenüber ein paar Eier dran schießen? Na, nicht so richtig, ne? Ne, da passiert nichts. Okay, dann sind wir auch schon fertig hier erstmal. Glaube ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob ich hier als kleiner Typi nochmal rein muss. Das kann sein. Das bringt auf jeden Fall nichts. Möglich. Vielleicht kann man hier als kleiner Typ nochmal rein. Sobald ich, ja, unseren Meister gefunden habe, der uns gegen Totems verwandeln kann. Wenn es hier denn einen gibt. Aber ich gehe stark davon aus. Irgendwo muss es den geben. Okay. Das sieht sehr originalgetreu aus hier. Gefällt mir. Okay. Kann ich denn... Ich kann darüber latschen. Das gefällt mir noch besser. Wow. Okay, das war knapp. Wir haben unseren ersten. Oh shit, ey. Das ist der erste erst. Hallo. Ach nee. Nicht das schon wieder. Okay, da gibt es direkt ein Puzzleteil. Das gefällt mir noch. Tun wir uns. So, ich hoffe, ich muss nicht direkt, also komplett vom Anfang an.
Das wäre mir echt zu hart. Jo. Geilo, Leute. Das freut mich. Nice. Es ist irgendwie wieder so ein Mashup zwischen Goronia und irgendwas anderem. Ich kann es aber gerade nicht so richtig einschätzen, was das ist. Theoretisch kann ich doch jetzt einfach in die Lava und ich komme hoffentlich am Anfang von Goronia raus. Jo, geil. Ja, so muss das doch sein. So, hier sind wir dann fertig. Weiter geht's auf der Seite. Wir machen hier alles Stück für Stück schön durch. Was ist hier? Jetzt geht's runter, okay. So, hier hinten normalerweise der Raum mit den ganzen Felsen. Mal gucken, ob das beibehalten wurde. Nö. Der Bunker. Was ist das denn? Boah, ich habe keine Ahnung, was mir das Schild sagen soll. Was soll denn das sein? Bunker. Das sieht aus, als ob eine Hose durchgestrichen wurde. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da auch klein sein. So viel steht fest. So, wir sammeln mal ein paar Noten. Hi. Haben wir hier oben noch irgendwas? Da ist erstmal nichts soweit. Okay, hier haben wir jetzt einen Haufen Türen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht durch, ne? Ich glaube, die sind wirklich einfach ein versperrter Weg. Ich gehe zumindest mal davon aus. So. Könnt ihr mir vorstellen, dass der Runia vielleicht sich zu einem Meister der Totems entwickelt hat? Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Fehlt mir irgendwie eine Note? Kann das sein, dass ich irgendwo eine Note gerade übersehen habe? Weil wir haben gerade so eine komische Zahl. Und ihr hattet mal irgendwie in die Kommentare geschrieben, es sind wohl immer 5er Stacks an Noten, die rumeiern. Ach okay, da ist noch eine. Aber ich finde, es sieht mit Noten gerade wieder ziemlich... Ach shit. Es sieht mit Noten gerade ziemlich gut aus. Ich gucke mal schnell hier hoch. Aber hier liegen gerade keine Noten. Schade. So, sonst noch irgendeinen Raum hier? Nee, okay. Dann sind wir hier erstmal fertig. Dann gehe ich mal stark davon aus, dass wir uns hier klein machen können. Möchte ich das? Ich glaube noch nicht. Ich guck mal kurz, ob ich was machen kann, wenn ich hier in den Krug reinspringe. Denn normalerweise wirft man da ja Bomben rein und dann kommt ein schönes Item raus, meistens ein Herz. So, wir jumpen da mal kurz rein. Das geht natürlich und... Schade. Nur ein Totem erhalten. Okay. Höhle. Okay, es geht... Ja, da ist unser Freund. Da ist unser Freund. Dü-dü. Hä, wie cool das gemalt ist, ne? Gefällt mir mega. Schön. So, hier noch irgendwas? Natürlich nicht. Okay, dann auf geht's. Verwandeln wir uns mal. Ich denke... ich denke, das ist die richtige Wahl. Oh, sorry, ich wollte dich nicht hauen. So. 15 Totems. Also, wir haben echt viele. Und sind jetzt... Ah, jetzt sind wir eine Ameise. Okay. Use your spell, you can blend with other tactics. Okay, are, aren't, where, all red. Mumbo pretty sure, way colorblind. Maybe. Where you can also climb step slopes. Step slopes? Was sind step slopes? So, hier können wir noch ein paar Eier sammeln. Also wir können auf jeden Fall andere Ameisen, damit irritieren, dass wir selber eine sind. Nehme ich mal stark davon an und können jetzt halt durch Löcher gehen. Das könnten vielleicht Step-Slopes sein irgendwie. Müssen wir mal gucken. Also einen Weg haben wir schon gesehen. Können wir noch irgendwas anderes? Wir können nur springen wieder, ne? Ich glaube, das ist immer so, dass wenn du dich verwandelst, kannst du nur springen.
Hui. Lass mal gucken, wie wir aussehen. Das sieht schon mega lustig aus. Aber irgendwie, was passiert hier gerade? Auch irgendwie süß. Okay, das war, wo war denn jetzt das Loch? War das Ganze oben rechts jetzt in der Ecke? Ja, ne? Ich glaube schon. Da gucken wir mal ganz kurz rein, was wir da machen können. Ich bin gespannt. So, und dann haben wir jetzt haufenweise Orte, wo wir halt mit der Ameise rein müssen. Das wird jetzt nervig. Das wird schon nervig. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Nice backpack. And hey, you're not red. You're blue. Trader Solitaires in the bunker. Protect the Jiggy at all costs. Also er kann uns doch sehen, dass wir einen anderen Color haben. Und er hat gesagt, wir haben einen schönen Rucksack. Gott. Okay, da ist irgendwo ein Jinjo. Du Scheiße, das ist ja komplette Verirrung hier. Okay, hier ist nichts weiter drin. Haha, your skin is blue. Was bist du, ein Schlumpf? Boiled Lobster? Ah, das wird lustig werden, Leute. Du Scheiße, hier sind auch überall diese Noten versteckt, ne? Oh Mann! Okay, wir haben... okay, wir haben hier eine Übersicht. Eine goldene Feder. Okay, wir haben 5 Noten gesammelt. Das könnte dann auch schon passen, dass wir 5 Noten gesammelt haben. Wir haben ja schon Pfeifen gehört, theoretisch, ne? Bam, bam. Dum. Oh! 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 Exit! Nee, ich muss so einen Jinjo finden auf jeden Fall. Aber ein Puzzleteil ist auch geil. Das gefällt mir auch sehr gut. Aber ein Jinjo muss auch noch irgendwo sein. Ich habe ihn schon pfeifen gehört. Nee, ist noch ein Exit. Wie viele Exits gibt's denn hier? Hä? Hadalalalala. Oh Gott. Okay, ich kam von hier, ne? Genau. So, ich geh mal. Ich geh mal wieder zurück. Also, es ist schon ziemlich cool gemacht. Und Leben haben wir auch gefunden, das ist auch nicht schlecht. Aber es fehlt uns halt... Okay, ich habe ihn gehört, ich habe ihn gehört. Wo bist du denn, Kumpel? Da ist er doch. Jo. Okay, Nummer 2. Jetzt können wir, glaube ich, raus. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Jetzt ist halt die Frage, wo geht's raus? Exit. Wunderbar. Gut, Leute. Geil. Sehr, sehr schön. 5 Noten, Puzzleteil und ein Jinjo. Das gefällt mir gut. So, jetzt würde ich als nächstes versuchen, wir gehen nochmal schnell da rein, wo, ja, Metroid Level war. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass wir da irgendwie noch was machen können. Shit, wäre fast wieder reingelatscht. Einen nehmen wir noch mit. Oder sind wir voll? Nee, wir sind noch nicht wieder voll. So, gucken wir mal, ob wir da jetzt rein können, weil wir haben es ja theoretisch aufgemacht. Wir haben es aufgemacht, es geht. Und ich hoffe, dass wir da jetzt halt reinlatschen können. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jammern. Jammern.
Oh ja! Erstmal eine Wabe. Ist das alles hier gewesen? Ist es für die Wabe gewesen? Ja, ne? Ich denke schon. Okay, ich hoffe, das war's hier auch schon. Falls ich noch irgendwas vergessen haben sollte, hier in dem Raum, gerne nochmal Bescheid sagen. Aber ich glaube, das war's. Weil, war ja der einzige Weg, den wir noch hatten. Das andere sind ja alles nur Türen. Hoffe mal, damit sind wir dann hier durch. Okay, Leute, aber das war's dann auch erstmal wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Banjo-Kazooie, The Jig is of Time. Tschüssi, Leute.